Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir und Thomas von PlayerGeddon. Und ja, ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht, aber leider ist die Game Capture ja abgeschmiert. Aber jetzt scheint sie ja zu laufen und ja, freut mich ja. Jetzt kann ich noch eine Folge machen um 20 vor 8 an einem Montagabend. Und ja, ich würde auch sagen, wir fangen auch direkt an. In der letzten Folge habe ich 5-2 gewonnen. Kann ich leider nicht zeigen. Jetzt habe ich 10 Punkte. Ja, Götze ist... Oh, will Vertrag, der Kleine. Weißt du, der hat immer was. Entweder ist er verletzt oder will Verträge. Er muss sowieso ausgewechselt werden, da seine Fitness unter 90 ist. Kagawa kann auch wieder rein. Linker Flügel kann wieder Schürrle rein. Hat eine gute Leistung in den letzten Spielen gebracht. Verfan, naja. Kann man mit leben. Linksverteidiger kann wieder Rodriguez in Form rein. So. Der kann ein Verbrauchsobjekt vertragen. Eine Fitness. Ja, Fitness natürlich. Ja, ich finde es immer schade, dass so gute Aufnahmen abschmieren. Also, da gibt man sich Mühe, eine Folge zu machen. Aber nein, die Aufnahmeprogramme schmieren immer ab. Und ja, ich glaube, alle, die mal Let's Plays gemacht haben oder es immer noch tun, wissen, wie ärgerlich das ist. Aber, ja gut. Kann man nichts machen. Man muss weitermachen und immer wieder nach vorne denken. Also immer positiv denken. Hoffen wir mal, dass wir dieses Spiel als Entschädigung wieder gewinnen. Okay, grüne Latenz nehmen wir doch gerne an. Und mal gucken, wie wir... Ah, ich liebe diese kleinen Stadien. Wie wir uns schlagen werden. Diese kleinen Stadien sind irgendwie so entspannt. So, boah, 86er Rating. Ich sehe es kommen. Suarez, Neymar, Casillas... Rodriguez, das war's auch schon, mehr kenne ich nicht. Ich kenne mich in der spanischen Liga überhaupt nicht aus. Ich müsste hier mal mein Mikro richten, das ist ganz locker. Ja, und schief, schief auch noch. Mal gucken, wie wir das Spiel meistern werden. Ich hoffe, gut, hoffen wir, dass es auch ein geiles Spiel wird. Ein Titel für das letzte Spiel hatte ich eigentlich auch schon, Torregen, aber... einem 5-2-Sieg, also... Ja, egal. Muss ich jetzt mit leben. Und hoffen wir mal. Meistens sind die mit einem schlechten Team, mit einem guten Team, nicht so gut, wie man denkt. Und die mit einem schlechten Team sind dann solche Rasierer. Die gegen den Strich rasieren. Oh, kann er bitte weiterdrücken? Alle ärgern mich heute. Heute in der Schule 9 Stunden und jetzt sowas. Also das wird, ich wusste, dass es ein langer Tag wird. Ach, wie ich solche einfach nur liebe, die einfach nicht weiterdrücken können. Boah, sieht Lino Eleno da schlecht animiert aus. Ach ja, wahrscheinlich kriege ich ja zu Weihnachten eine PS4 und dann wird's richtig geil. Dann wird rasiert. Oh ja. Ja, bitte drück. Bitte drück endlich weiter. Nein. Ey, ich hasse solche. Bitte ist das... Ja, AFK schätze ich nicht. Ist nur so einer, der sich gerne einen runterjoint, wenn er da zusieht, wie seine Spieler da rumlaufen. Oh ja, komm bitte. Ich hasse es, wenn das Leute tun. Ja, und jetzt spielen, ne? Und er will auch direkt durchlaufen, wie ich sowas liebe. Aber Gündogan konnte ihn stoppen. Wirklich super verfahren, aber De Bruyne hat den Ball... Alter, wenn das kein Foul war, dann bin ich... Gronk. Den Witz habe ich auch schon in der letzten Folge gebracht. Das war kein... Ja! Alter, ey. Wenn ich hier ein Tor schieße, lasse ich die Wiederholung laufen. Als Bestrafung. Der meint auch, er trifft aus dieser Entfernung. Ich bin gerade ein bisschen aggro drauf, aber... Fuck! Alter, dass ich da nicht bestraft wurde. So, Kagawa, Aubameyang. Aubameyang nur empfehlenswert, ist ein Tier, wenn das auch gerade nicht so aussah. Ey, weißt du, jetzt werden wir in der Aufnahme wahrscheinlich verlieren. Ja, super Rodriguez, nicht mal ausgespielt. Sehr gut. Wobei er auch nicht aussieht wie ein übermächtiger Gegner. Er kann ein bisschen skillen, aber das war's auch schon. Leno, die erste Parade und
Also der Ball war nicht schlecht, das muss man zugeben, aber so ein Megaball war es auch nicht. Und das sieht nach aber egal. Der könnte passen. Ah, fast, ja, fast, fast. Parade des Torhüters. Egal, wir pirschen uns langsam an das Tor ran. Schade. Ich habe hier gerade den Kreis... Alter! Das gibt sogar eine Ecke, geil. Also bei einer Ecke smash ich immer den Kreisknopf. Schade. Schade, schade, ey. Ein Fernschuss, aber leider ohne Erfolg. Genug hat geschossen und Aubameyang wird gezeigt, wie er wegläuft, okay? Schönes Stellungsspiel. Also den Ball habe ich mir schön erarbeitet. Leichtigkeit abfangen. Wunderbar heraus. Schade. Da bin ich falsch gelaufen mit De Bruyne. Also De Bruyne macht auch eine sehr gute Figur, schießt beinahe in jedem Spiel ein Tor. Ja, natürlich war das ein Foul. War wirklich ein Foul, aber... Ja, das war wieder nichts. Aber wer da schießt, der hat einen richtig geilen Schuss, muss man zugeben. Ich muss mir langsam angewöhnen, immer solche Pässe mit dem Torhüter zu machen, da die Pässe vom Torhüter aus auf die Spieler, die da stehen, etwas risikohaft sind. Ja, leider hat sie verfahren den Ball nicht weiter erarbeiten können, oder? Wir haben uns den Ball erarbeitet und müssen mal einen ruhigen Spielaufbau machen. Aubameyang. Ah, Mann. Ich komme da einfach nicht durch. Mit den Innenverteidigern will ich nicht rauslaufen. Das ist immer so eine Sache. Wenn man mit den Innenverteidigern rausläuft, weiß man schon so gut wie das gleiche Tor passieren wird. Fuck. Alter, Leno. Richtiges Tier heute. Er will auch wieder öfter spielen. Er will seine Position festigen. Aber Zieler ist sehr nice. Also muss er sich das erarbeiten. Und danke für den Einwurf. Und mein Handy hat wieder vibriert. Da Android 5.0, also beim Samsung Galaxy S5 ist das so, einem nicht erlaubt, das Handy mehr auf lautlos zu machen. Aber das wollen die ja wieder patchen, habe ich gelesen. Ja, ey, das gibt's gar nicht. Komm, erarbeitest du dir, Rodriguez, schön. Verfahren. Gündogan. Und da liegen zwei. Nein! Kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Oh ja, das war ein richtiger Zuckerpass, aber leider ging der Ball knapp am Tor vorbei. Ein Zungenschnalzer. Auch der Kommentator lobt den Pass. So, jetzt kommt Aubameyang mit seinem Pace. Nein, oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Also ich bin auch überrascht, mir fehlen da fast die Worte, das habe ich lange von ihm nicht gesehen. Ja, also Aubameyang ist eigentlich so einer, der seine Chancen nutzt, aber irgendwie... Also ich merke, dass der Gegner kein Übergegner ist. Also das ist machbar. Also sein Team täuscht wirklich. Also ich habe schon bessere gesehen, die mit einem 78er-Rating-Team besser gespielt haben. Alter, ja das war ein Fehler von mir. Aber ich will auch nicht eine zu große Klappe haben, da der mir dann hinten einen reinhauen wird. Ich sehe es kommen. Aubameyang hat den sich wieder erarbeitet. Sehr nice. Jetzt wird es brenzlig. Voll auf den Torhüter gerichtet, aber Tor 1-0. Sauber. Nice one. Nice. Kampfansage. Und da lehrt Aubameyang all seinen Teamkameraden, wie man ein Tor schießt. Und sogar ein schönes Tor. James Rodriguez. Okay, er konnte nicht durchlaufen, zum Glück. Alter, ich dachte, es wäre ein Foul. Ich habe einen Pfiff gehört. Und nun Jefferson Fafan. Kagawa. Jetzt über ein bisschen über die Flügel. Wieder ein ruhiger Spielaufbau. Das finde ich immer wichtig nach einem Tor. Ah, schade. Als ich drauf schießen wollte, wurde ich geblockt. Ah, fuck. Sehr nice, sehr nice. Kagawa. Und passt. Nein. Och, Verfan, wieso wolltest du skillen? Hackenpässe im Strafraum. Ja, kann man im Mittelfeld machen, aber nicht im Strafraum. Da muss man aufpassen, dass der Pass ankommt.
Jetzt darf ich nicht mit Verteidigern rauslaufen, das könnte kritisch werden. Super Flanke. Boateng ist sowieso nur so ein Tier. Und mein Handy hat wieder vibriert. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Ich kommentiere immer, wenn mein Handy vibriert. Das ist gute Übersicht. Im richtigen Moment, sehr schön. Am richtigen Ort. Godin. Na, ich hätte abpassen sollen. Ach, Godin, Atletico Madrid. Also nein! Oh, verfahren. Warum? Also ich schwärme ja immer noch von den Leverkusen-Sieg gegen Atletico Madrid. Also ich kann nur sagen, der Sieg war wirklich verdient. Fuck! Das wird gelb geben. Schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Ja, taktisches Foul. Es gibt die gelbe Karte. Oh, da sieht man es richtig. Ah ja, da ist er. Er wird wahrscheinlich wieder direkt drauf schießen. Rakitic hat so einen Schuss, okay. Einsteigen, diese Grätsche richtig. Alter, wenn der reingegangen wäre, ey. Leno hat extra noch gewartet, um mir einen Herzinfarkt zu geben. Ja, so einen halben, sagen wir so. Verfahren. Okay, schöner Doppelpass. Nein! Was war das denn? Wieso hat er nicht draufgeschossen? Nein. Und Achtung, genau hingeschaut. Aus. Nein, Aubameyang, das war so schön. Und dann... Ich merke, dass wir am Drücker sind und dass es 2-0... Und nun Jefferson verfahren. Im Laufe der zweiten Halbzeit passieren wird. Ja, jetzt noch die Halbzeit zu Ende spielen, damit wieder etwas Ruhe reinkommt. Ah, Aubameyang hat gekämpft. Verfahren. Aber leider wurde nichts daraus. Okay. Gar nichts. Die Kommentatoren sagen, ein 1-0 zur Pause sagt nichts, aber ich merke ja, dass das 1-0 verdient ist und ja, wie man auch sieht, 3 Schüsse nur aufs Tor, aber 9 Schüsse insgesamt. Verbesserungsfähig, aber der Sieg ist machbar, der Sieg ist machbar. Och, das liebe ich, wenn der Gegner auswechseln will in der Pause. Ach ja. 13, 12, 11, 10. Okay. Er bringt nochmal einen frischen Spieler. Okay, Xavi ausgewechselt für Rodriguez. Vielleicht doch noch verhindert werden kann. Okay. So, auch von uns aus kann's wieder. Jetzt, das wird ein Arbeitersieg. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Ach, Schürrle. Mann, egal. Schürrle hat in den letzten Spielen immer eine super Figur gemacht. Und Reus ist wegen Schürrle mächtig gesunken. Der ist ja nur noch 90.000 ungefähr wert, ne? Ja, weil Schürrle beinahe die gleichen Werte hat. Aber ich finde, Schürrle lässt sich nicht so gut spielen. Also von der Beweglichkeit her. Aber er ist ein Arbeiter. Ah, hätte ich den nicht so weit vorgelegt, hätte Schürrle den bekommen. Und Schürrle in Form kriegt man ja inzwischen schon für 30.000. Also wenn man sich das überlegt. Am Anfang war er bei 500.000 und dann... Suarez? Also wer ihn am Anfang gezogen hat und direkt verkauft hat, der hat ein gutes Geschäft gemacht. Ich habe Schürrle ja für 200.000 gekauft. Schürrle. Das war ein schöner Pass und jetzt müssen wir gucken, was wir mit Aubameyang reißen können. Alter, das kann nicht sein. Oh ja, das gibt Freistoß. Gelb. Und sie haben einige. Ja, nice. In ihren Reihen. Godin hat gelb. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß. Alter, das Mikrofon ist total schief. Wollen wir mal drauf schießen? Wollen wir es mal probieren? Komm. Alter, war gar nicht so schlecht. Also wenigstens eine Ecke rausgeholt. Eckball. Boah, ich hoffe, ich verpasse Walking Dead gleich nicht. Das ist mir sehr wichtig, dass ich das heute sehe. Im feinsten HD auf Sky. Null Schleichwerbung. Leider unbezahlt. Okay. Ey, das war Ball gespielt. Schürrle. Das war Ball gespielt. Ach, was war das von mir? Das war... Ich dachte irgendwie... Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe mir irgendwie gedacht, vielleicht klappt es ja mal aus einem spitzen Winkel, aber wenn ich so viele Chancen vergebe, dann werde ich hinten einen kassieren und dann werde ich am Ende traurig sein. So, Aubameyang ist so ein richtiger Läufer. Läuft bei ihm. 2-0. Bam, Junge. Schürrle, richtig nice. Also das... Wenn wir das gewinnen, dann haben wir den Sieg wirklich wieder verdient.
Wie nennen wir die heutige Folge? Rasieren in der vierten Liga? Also jetzt haben wir ja schon 13 Punkte und es fehlen nur noch 3 zum Aufstieg. Also dritte Liga, wir kommen. Natürlich überhaupt kein Problem, diesen Ball zu versenken. Wir kommen, dritte Liga, wir kommen. Schade, schade. Den habe ich ein bisschen verzogen, aber egal, eine Ecke rausgeholt. Alter, richtig nice. Schade, ich habe den ein bisschen zu nah am Torhüter, also geflankt und jetzt... Ach, schade. Der Pass ist leider nicht zu Thiago angekommen. Ist das... Nee, Gündogan. Ach, Gündogan, wieso hast du den Ball abgeblockt? Aber nichts einkassiere, dann wird das wieder kritisch. Dann gerate ich unter Druck und dann... Okay, Boateng konnte klären. Ich sag immer Aubameyang, weil ich so begeistert von ihm bin. Jetzt ist er durch. Oh, schade, abseits. Ich dachte, vielleicht hätte es klappen können, aber... Abseits. Egal, egal. 2-0-Führung, wenn wir das halten können, dann sieht es sehr nice aus. Und dann das Spiel um den Aufstieg, werden wir wieder filmen, beziehungsweise aufnehmen, aber dann werde ich es bestimmt nicht wieder mit dem Aufstieg schaffen und dann, wenn ich privat spiele, dann werde ich es schaffen, aber ist immer schade, mitten in der Aufnahme wäre das schöner. Aubameyang. Ja, das war nice gespielt. Schürrle. Ja, das ist ein Lupfer, das ist ein Lupfer, das ist ein Lupfer. Alter, da lassen wir nochmal die Wiederholung laufen. Ich bin nicht der Typ zum Wiederholen laufen, aber... Ja, Alter, das war ein Tor. Wieder lässt der Keeper sich einen Halt. Boah. Ja, das nimmt kein Ende in diesem Spiel. Das ist ein Traumtor. Gibt es eventuell einen Rage Quit? Nee, noch nicht. Eventuell beim 4-0 oder er wird durchspielen. Und was für ein Tor. Das war ein mega geiles Tor, wirklich. Also Schüle ist heute wieder am Rasieren. Aubameyang. Alter, guckt euch diesen Hackenpass an. Nein, oh, schade. Fast das 4-0. Fast das 4-0. Alter, wenn wir das 4-0 geschafft hätten, ey, das wäre so geil gewesen. Am Anfang war er im Drücker. Irgendwie ist mir aufgefallen, am Anfang bin ich nie am Drücker. Da bin ich immer eher defensiv und versuche erstmal den Ball irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und dann zum Ende hin. Schade, ist nicht angekommen. Suarez. Alter. Suarez hatte. Suarez gab es ja jetzt letztens in Man of the Match Form, ne? Ich glaube, der hatte da ein 90er Rating. Alter, guckt es euch an, wie der rasiert, der Junge. Guckt es euch an, das ist einfach nur Hammer. Kagawa. Ach, schade, der Pass ist leider nicht angekommen, aber wir führen ja 3-0 und ja. Das war klar, dass er zu ihm passen wird. Okay, Jao, irgendwie pass auf deinen... Ah, fuck, der wird flanken, aber... Nichts für Patienten mit Bluthochdruck. Es wurde nichts aus der Flanke. Da ist man ja infarktgefährdet bei dieser Abwehrleistung. Gündogan. Na, leider ist der Pass nicht angekommen. So ein 4-0 wäre schon... Da könnten wir eventuell das Spiel Torregen nennen. Mit Leichtigkeit abfangen. Oder rasieren in der vierten Liga. Ja, wer das jetzt Twitch, könnte man nachfragen, aber... Alter, wie oft vibrierte mein Handy? Wenn ich Langeweile habe, schreibt mir niemand, aber... Wenn ich dann eine Aufnahme mache, dann... Ja, das ist immer die Logik. Diese Partie, sie scheint mir entschieden. Ja, klar ist die Partie entschieden, also... Ich will nicht angeben, aber... Ja, hat er leider bekommen. Aber dieses Lupfer-Tor... Boah, richtig geil, ey. Das war so ein Rasierer-Tor. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Schürrle. Oh, wieso leckt das denn jetzt? Weißt du, Bambusleitung Telekom schlägt zu. Vielleicht liegt es nicht an meiner Leitung, sondern an seiner, aber... Ich schätze, es liegt an meiner. Nein! Alter, was machen die denn da? Sind die inkompetent oder was? Ruhe, den Ball hingelegt, genau geschaut. Oh, schade. Kein Dreieckspass, ein Kreuzpass wäre sinnvoller gewesen, aber... Ja, den Konter konnten wir nicht gut einleiten, wobei der Konter... Oh, De Bruyne, wieso? Wieso De Bruyne? Egal. Ah, schade. Sergio Ramos. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen kriegen, denn ich will zu Null spielen. Nein! Das war eine faire Aktion. Ja, eine faire Aktion, kommt noch ein 4-0. Aber... Schüle müssen wir schicken, Schüle schicken wir. Oder, na, wieder zu weit. 4-0, bam, Junge.
So sehen Siege aus. Schalalala. Sherlock 36 wird hier in die dritte Liga aufsteigen. Bin ich fest davon überzeugt. Also wir so rasiert 4-0. Vorhin 5-2, jetzt 4-0. Also das ist schon heavy. Das ist echt heavy. Also ich nenne die Folge trotzdem Torregen. Also 4-0 ist schon nicht schlecht. Boah, vielleicht ein 5-0. Dann wäre es irgendwie verdienter, so die Folge Torregen zu nennen. Egal. Ich überlege mir noch, rasieren in der vierten Liga oder Torregen? Also das Spiel ist entschieden. Richtig nice, 4-0. Läuft auf jeden Fall. Wird da mit dem Torhüter rauslaufen? Ja, Lupfertor 5-0, 5-0. Ich nenne die Folge Torregen, würde ich mal sagen. 5-0. Also das Spiel ist viel geiler als das letzte, wirklich. Alter, wie viele Lupfertore? 2 Lupfertore in einem Spiel. Also das muss mir erstmal einer nachmachen. Das muss mir erst einer nachmachen. Ziemlich heftig. Alter, sehr nice, sehr nice. Das hier nochmal sehen, Mann, der Beleg dessen, was wir das ganze Spiel über gesehen haben. Boah, also wenn das Spiel nicht verdient gewonnen wurde, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Jetzt konnte ich mal in einer Folge zeigen, dass ich wirklich FIFA spielen kann. Okay, dann würde ich auch sagen, nee, Aubameyang 9,5. Verdient, verdient. Ich will nur noch kurz auf die Statistik gucken. 600 Coins, nice, sehr nice. Schüsse aufs Tor, 9, Schüsse 17. Ja, verdient, gewonnen. Dann würde ich auch sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.